Herzlich willkommen bei F&M TV. Mein Name ist Zen Metlin, Dating- und Beziehungscoach hier aus dem schönen Augsburg. Und ja, unser Thema diesmal bzw. Start unserer Reihe F&M Insight beinhaltet alle Fragen rund ums Coaching generell. Themenbereich heute lautet Ex zurück, Ex back, je nachdem wie man das auch nennen mag. Wir hier drin nennen es Partnerrückführung, Coaching dafür. Wie läuft das ab? Wie sieht das eigentlich aus? Was muss ich mir darunter vorstellen? Grundsätzlich einmal gilt auch hier, wir haben auch wieder mal ein grundsätzlich einmal, wie läuft so ein Coaching ab? Ich sag's mal so. Ich habe lange Zeit überlegt, ob wir dieses Video überhaupt machen sollten, weil ich habe ja mittlerweile im Laufe der Jahre auch die Erfahrung gemacht mit diversen Leutchen da draußen. Es gibt auch mittlerweile nicht nur ein Ex-Muster, nicht nur ein Betroffenen-Muster, es gibt auch ein sogenanntes schönes Klientenmuster. Und wenn sich da einer noch nicht einmal die Zeit nimmt, sage ich einmal, diese 10, 15, 20 Minuten seines ganzen Lebens, und sich auf der Homepage einmal umsieht und sich mal so Bewertungen oder Berichte von dem jeweiligen Berater oder von dem Coach, mich eingeschlossen, einmal durchliest. Da muss ich sagen, überrascht es mich nicht, das sagt schon sehr viel über den Charakter dieser Person aus, dass da die Frau oder der Mann schreiend und kreischend vor dem davongelaufen ist. Überrascht mich nicht, nicht einmal im Geringsten. Und da bin ich auch absolut emotionslos, wo ich auch sage, geschieht dir recht. Knallhart, ist nicht böse gemeint, nicht persönlich, aber wenn man sich dafür noch nicht einmal die Zeit nimmt, dann stellt man eigentlich damit auch unter Beweis, sage ich einmal, dass man sich auch während der Partnerschaft für ein paar gewisse Dinge ganz einfach nicht die Zeit genommen hat. Für so Dinge, die unter der Oberfläche passiert sind. Was mitunter der ausschlaggebende Grund war, wenn sie dann irgendwo so plötzlich da sitzt und sagt, ach, ich fühle irgendwie nichts mehr. Ja? Das, genau das ist zum Punkt. Genau so einer. Mal nachdenken drüber. Basement, wie läuft es ab? Also jedes Coaching ist schon mal individuell und auf jeden Einzelnen zugeschnitten. Das ist schon mal klar, steht außer Frage. Leute, schickt mir eine E-Mail. Schickt mir doch einfach eine E-Mail. Klar, man kann hier auch anrufen, da hängt so ein Wundergerät dran, das nennt man Anrufbeantworter und da kann man eine Nachricht drauf sprechen. Rufnummer nicht vergessen. Jetzt werden einige Augen aufgehen von einigen Leuten, die mich irgendwann in den vergangenen Tagen oder Wochen angeschrieben haben, die nie eine Antwort von mir bekommen haben. Wenn ich bei diesen E-Mails oder beim AB, die Leute, die verlassen sich darauf, dass da die Nummer durchgeht, tut sie nicht. Wenn ich bei diesen E-Mails zum Beispiel, das allererste, was ich mache, ich scanne runter und sehe nach, ob da eine Telefonnummer dabei ist. Wenn da keiner dabei ist und tschüss. Der nächste bitte. Meine Warteliste ist lange. Also das ist nicht das Problem. Und wenn man da die Nummer da nicht mit dazu schreibt, dann hat man folglich auch die Website gelesen, wo das auch klipp und klar auf zwei Seiten drinnen steht. Und wenn man das noch nicht einmal gemacht hat, ja, dann tut es mir leid. Also was will ich da noch machen? Also das Glück trage ich jetzt niemanden hinterher. Also das braucht von mir bitte keiner erwarten. Jetzt nicht böse sein, aber es ist so. In der Regel ist es dann so, ich lese mir so diesen Vorfall auch einmal an, ich rufe dann da an, mache mich mal mit dieser betreffenden Person einmal ein bisschen vertraut, höre mir den Sachverhalt dann mal ein bisschen an und entscheide dann, bin ich überhaupt der richtige Ansprechpartner für das Problem oder eher nicht. Dann habe ich da so in der Regel so ein paar kleine Fragen, von denen ich gerne möchte, dass man sie mir per E-Mail bitte mal nochmal beantwortet. Ja, und dann analysiere ich das, werte das aus, lege dann die Vorgehensweise fest, rufe dann nochmal an, teile mit, wie das Ganze abläuft, auf welche Dauer man sich praktisch einrichten muss und was es natürlich dann im kostentechnischen Rahmen dann natürlich ausmacht. Und ja, und da kann man sich natürlich dann entscheiden. Ich sage immer wieder ganz gerne nach mir die Sinnflut, wie dann da jeder mit dieser Message umgeht, ist dann selbst überlassen. Oder ich erkenne dann schon in dem Fahrverlauf, meine Fresse, Junge, da hilft gar nichts mehr. Noch nicht mal der beste Coach der Welt. Und da schicke ich ganz einfach eine E-Mail raus, in der ich dann mitteile, warum, wieso, weshalb ich da ganz einfach nicht mehr intervenieren kann. Und dass man da vielleicht ja doch besser beraten ist, wenn man, sag ich einmal, dieses Problem fallen lässt. So hart wie das jetzt dann in der Situation auch dann sein mag. Wie lange dauert so ein Coaching? Ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Ist vom Einzelfall abhängig. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Genauso wie die Frage auch irgendwo lautet, gibt es gewisse Altersgrenzen? Ja, die gibt es.
Also ich sage mal, nichts ist einfacher da draußen mit der Verführungskunst als 16, 17, 18-jähriges Mädel rumzukriegen. Und ich sag mal, 18, 19, 20, das ist so eine Zeit, wo sich das Hirn irgendwo in so einer spätpubertären Phase befindet. Und es ist so ein Alter, da wo die meisten jungen Leute, sage ich mal, selbst eigentlich noch gar nicht wissen, was sie wollen. Und ich habe ganz einfach auch immer so diese Erfahrung gemacht, wenn man da früher, wo wir das getan haben, wo man da ab 18, wo man geschäftsfähig da war, gecoacht hat da irgendwo. Das sind so Beziehungen, das ist total easy irgendwo, Ex-Back mit 18, 19, 20 Jahren, aber die halten dann nicht. Das hält in der Regel 3, 4, 5, 6 Wochen und ist da schon wieder Schluss. Also der Hang danach zu seinem alten Verhaltensmuster zu greifen, der liegt bei jüngeren Leuten ganz einfach höher. Und da auch dieses telefonische Gespräch, damit ich mir so ein Bild machen kann von der jeweiligen betreffenden Person, wo ich sagen kann, okay, ich mache das jetzt nicht so vom biologischen Alter abhängig, aber 21 ist da wirklich schon, 2021 ist da wirklich dann schon die Grenze. Und wo ich dann sagen würde, okay, hier können wir definitiv was sagen. Oder wo ich dann gleich am Telefon dann sage, wo ich glaube eigentlich eher nicht, dass das irgendwie noch Sinn und Basis hat. Und ja, ich sag mal, je älter man ist, umso schwieriger wird es dann natürlich auch, also jetzt weniger für den Betroffenen, sondern eher auch für mich, dem viele Mechanismen, sage ich einmal, zu erläutern, zu erklären, ihm beizubringen, weil der war so lange einer gewissen Matrix, sage ich einmal, ausgesetzt, wenn ich im Coaching immer wieder diesen Begriff dafür von Dingen, die ihm da beigebracht, eingebläut worden sind über die Jahre, was angeblich richtig sei, was eigentlich absoluter Blödsinn ist. Und solche Verhaltensmuster abzulegen, je länger man dieser Geschichte ausgesetzt war, umso schwieriger wird es natürlich dann auch. Aber letzten Endes nach oben heraus. Mein ältester Kandidat zum Flirt-Coaching war 61, der älteste für Ex zurück war 63, 64. Also nach oben hinaus gibt es eigentlich kaum eine Grenze, wenn dann eher nach oben. Bekomme ich mehr Infos als in deinen Artikeln oder auf YouTube? Ja, was denn sonst? Also das ist schon eine etwas, ich sortiere es mal an die Grenze zu den blöden Fragen rein. Also das ist natürlich ganz klar. Alles, was ihr in den Artikeln lest oder hier auf YouTube als Gratis-Content irgendwo bekommt, das sind so diese Basics, das sind so diese Dinge, wo man verallgemeinern kann, wo man sagen kann, zum 90% auf die Allgemeinheit, das können wir den Leuten sagen, da können wir eine gewisse Hilfestellung bieten. Wenn das schon hilft, ist das gut, wenn nicht, wie gesagt, ich habe es in anderen Videos schon erwähnt, meine Nummer steht im Internet. Was ist, wenn Ex zurück nicht klappt? Wie in anderen Videos schon erwähnt, arbeiten wir hier in einem Dualsystem. Auf der einen Seite geht es natürlich um die Thematik, sich auf ein Leben, sage ich einmal, auch vorzubereiten. Was ist, wenn es nicht funktioniert? Ganz klar, dass man in einer gewissen Form, Art und Weise auch gewisse Techniken auch ausarbeitet, gewisse Übungen auch macht, wo es um das Thema Loslassen natürlich auch geht. Und wenn natürlich da irgendwo im Coaching-Rahmen ja schon feststeht, das wird nichts mehr, ja, dann gehen wir natürlich nur noch auf Loslassen. Das ist doch klar. Was sonst? Endet das Coaching damit, dass ich meine Partner zurückbekommen habe? Jein! In einigen Fällen beobachte ich, in vielen Fällen beobachte ich, es kommt auf den Zeitraum drauf an, noch 1, 2, 3 Wochen, da werden noch so Tipps besprochen, Verhaltenstechniken nochmal so eingeübt, wo es auch natürlich darum ging, auch diese Geschichte zu halten und nicht wieder in dieses alte Muster zurückzuverfallen. Da bin ich natürlich auch irgendwo auf die Zusammenarbeit, die Kooperation mit den jeweiligen Klienten natürlich auch angewiesen. Weil wenn der jetzt allen auf Friede, Freude, Eierkuchen macht und da raus und sich dann nicht mehr großartig bei mir meldet, sich nicht mehr mit der Thematik der letzten Wochen, die ihm so zugesetzt haben, auseinandersetzt, ja, und sich dann wundert, wenn ein halbes Jahr später der Kochtopf schon wieder zum Brennen anfängt, auch wieder selber schuld. Ist eher selten. Weil ich da schon etwas Hand anlege, aber in der Regel kommt sowas vor, ja. Und da aber bitte nur, weil mal was positiv läuft, jetzt ist alles wieder ganz gut und so weiter. Das ist meistens überhaupt nicht. Und da ist es auf jeden Fall wichtig, dass man sich da noch eine Zeit lang damit beschäftigt, auseinandersetzt und auch wirklich langfristig zusieht, dass sich gewisse Fehler, sage ich einmal, nicht mehr weiter einschleichen. Was kann ich selbst tun, um höhere Erfolgschancen bei einem Ex-Zurück-Coaching zu erzielen? Ja, mein Freund, das kommt ganz, mein Freund, meine Freundin, das kommt ganz auf deine, ich sage mal, auf deine Offenheit, auf deine Bereitschaft, sag ich einmal, etwas verändern zu wollen und natürlich auch auf die gemeinsame Vertrauensbasis natürlich drauf an.
Das ist klar. Wenn mir hier einer irgendwo die Story von der grünen Sau erzählt und der Geschichte da mir gewisse Dinge verheimlicht sogar auch noch. Und das merkst du ja während des Verlaufes aufgrund der jeweiligen Reaktionen, die die Ex haben, dass da irgendwas nicht stimmen kann, was der mir da erzählt. Ja, tut mir leid, da ist man selber schuld. Ja, also bitte. Wie sieht es mit dem langfristigen Erfolg aus? Langfristiger Erfolg, das hängt natürlich auch wieder von dir ab. Wenn man natürlich, ich sage mal, faul wird, sich nicht mehr nach diesen gewissen Richtlinien der Verführungskunst, das irgendwie wieder unter den Tisch kehrt, brauche ich alles nicht mehr. Das ganze Handwerkszeug, was mir der Mädchen mitgegeben hat, das kommt jetzt alles runter in den Keller. Ja, da brauche ich auch nicht. Dann auf einmal ist wieder dieser Moment da. Ja, ich weiß nicht mehr, was ich fühlen soll und so weiter und so. Ja, grundgütiger. Das ist, da reden sie alle was von Persönlichkeitsentwicklung, da Internet und wo man da überall hinkommt. Persönlichkeitsentwicklung hat nicht damit zu tun, dass ich irgendeine Run mache und dann ist dann auf einmal gut. Das ist eine tägliche Arbeit an sich selber. Oma und Opa haben immer gesagt, ja, du musst an deiner Beziehung arbeiten. Ja, das ist es, genau nichts anderes. Die Kunst in der Verführungskunst, die hohe Disziplin lautet, dass ich fähig bin und in der Lage, meinen Partner jeden Tag aufs Neue zu verführen. Da steckt der Arbeit dahinter, ganz klar. Ja, wenn ich dazu keinen Bock habe, ja dann bitte, verschone mich. Dann brauchst du auch keine Beziehung. Letzten Endes dann noch die Frage, kostet das etwas? Da ist die Grenze überschritten, wo ich dann sage, das ist jetzt die blöde Frage. In diesem Sinne.